Liebe Brüder und Schwestern, wie machtvoll offenbart sich der Heilige Geist in der Apostelgeschichte am Pfingsttag, als er in Feuerzungen herabkommt auf die betende Gemeinde, im Sturmwind, mit Kraft, mit Herrlichkeit. Der Heilige Geist, der offenbart sich, ja, als Feuer Gottes, das Feuer, das alles verzehrt, alles verbrennt, alles verwandelt. Ja, auch das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Er ist wie Feuer, Feuer, das erleuchtet, das erwärmt, erhält, umwandelt. Ja, umgewandelt wurden die Apostel durch den Heiligen Geist, erfüllt von dieser Kraft Gottes, der alle Ängstlichkeit hinweggenommen hat, der die Apostel zum mutigen Zeugen des auferstandenen Herrn gemacht hat. Und sie sprechen ja auf wunderbare Weise in vielen Sprachen. Der Geist Gottes, er selber verkündet die Wahrheit durch den Mund der Menschen. Ja, der Heilige Geist ist auch uns geschenkt worden, schon in der Taufe und in der Firmung. Auch wir sollen Zeugen sein für die Wahrheit, für Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Gekreuzigten, den auferstandenen Herrn, der unser Retter und Erlöser ist. Der Heilige Geist möchte auch neu zu uns kommen, unser Herz erfüllen, es reinigen, es entzünden mit dem Feuer der göttlichen Liebe. Denn Gott ist Liebe, und wer Zeuge sein will für Jesus, ja für den Vater, muss diese Liebe Gottes in sich aufnehmen, muss sie weiter strömen lassen. Ja, möge der Heilige Geist uns befreien von allen Verstrickungen, von allen Bindungen, die uns daran hindern, ihn aufzunehmen. Möge er die Tür unseres Herzens öffnen. Ja, möge der Herr uns diese Gnade schenken, dass wir unser Herz weit aufmachen für den Heiligen Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, der Liebe, für den Geist des Friedens und der Freude. Jesus, der auferstandene Herr, er verkündet den Seinen den Frieden. Nur Jesus kann uns wirklich Frieden schenken, wahre Freude, weil er alle Sünden tilgt, weil er alle Schuld hinwegnimmt, weil er das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinweggenommen hat durch sein Kreuzesopfer. Ja, und er gibt den Seinen, seinen Aposteln und in weiterer Folge seinen Priestern diese Vollmacht, Sünden zu vergeben, in der Kraft des Heiligen Geistes. So sind wir eingeladen, ja, dieses Bußsakrament immer wieder neu zu empfangen, neu zum Herrn zu kommen, uns reinwaschen zu lassen von aller Schuld in der Beichte, damit wir ganz offen sind für den Heiligen Geist, für das, was Gott in uns und durch uns wirken möchte. Die Sünde, sie verhindert ja diese Einheit mit Gott und untereinander. Alles, was Egoismus ist, was lieblos ist, wo wir nicht zur Wahrheit stehen, wo wir nicht bereit sind, uns zu Jesus Christus zu bekennen, zu unserem Glauben. Aber der Geist Gottes, er stärkt uns zum Zeugnis für die Wahrheit, so wie er der Apostel die ersten Christen gestärkt hat. Und die Gottesmutter Maria, sie bittet für uns, sie ist ja die Braut des Heiligen Geistes, sie ist die Mutter der Kirche. Sie ist die Mittlerin der Gnaden, ja, sie ist die Königin der Apostel.
Sie bittet auch heute für uns, dass der Geist Gottes uns erfüllt, ja die ganze Kirche erneuert, ja dass wir den Geist Gottes ersehnen, erbitten im Gebet. Er kommt ja nicht immer so auffällig wie in der Apostelgeschichte. Meistens kommt der Heilige Geist ja in Stille, in Sanftmut. Wenn wir vor Gott still werden, wenn wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, wenn wir alles andere beiseite lassen und uns wirklich auf Gott, auf sein Wort konzentrieren, ja, wenn wir zu Gott beten um seine Hilfe, um seine Gnade, der Geist Gottes kommt dorthin, wo man ihn ersehnt, erbittet, erwartet. Aber auch da kommt er mit Macht, mit göttlicher Kraft, auch wenn er nicht in Feuerzungen erscheint, so ist er doch in uns wirksam und erneuert immer wieder neu, ja erneuert seine siebenfältigen Gaben in uns, diese sieben Flammen, diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, damit wir sie gebrauchen zu seiner Ehre, zur Ehre Gottes, aber auch zum Heil unserer Mitmenschen. Denn wir haben ja die Gaben Gottes nicht nur für uns selber empfangen, sondern vor allem dafür, dass wir sie einsetzen für das Heil der Menschen, damit sie anderen nützt, damit wir anderen in Liebe dienen, ihnen Jesus zeigen, den Retter und Erlöser, damit wir Werkzeug, ja Instrument des Heiles sein können, damit wir mithelfen, dass die Menschen wieder Gott erkennen, erfahren können und auf dem Weg, rechten Weg zurückkehren können, wenn sie sich verstrickt haben in Sünden, wenn sie auf Abwege geraten sind. Ja, möge der Herr uns neu den Heiligen Geist schenken, diesen Geist der Einheit, der die verschiedenen Glieder am Leib Christi eins macht, damit wir einander in Liebe beistehen, damit wir einander in Liebe dienen und damit auch durch uns das Reich Gottes sich ausbreitet. Das Reich Gottes, ja dieser geistige Bau neu errichtet wird. Ja, möge der Heilige Geist in uns seine 12 Früchte hervorbringen, die Liebe, die Freude, den Frieden, die Sanftmut, die Güte, die Treue, die Freundlichkeit, die Langmut, die Keuschheit, die Selbstbeherrschung. Ja, all das, was unserer Seele so wohl tut, was wir so notwendig brauchen, um glücklich zu sein, damit der Friede in der Welt wächst, der Friede unter uns, die Gemeinschaft in Christus. Ja, bitten wir neu um diese Gaben des Heiligen Geistes, um dieses Feuer Gottes, das alles verzehrt, alles umwandelt und neu schafft. Dann können wir als wahre Zeugen des Evangeliums da sein in dieser Welt. Dann können wir Werkzeug des Heiles sein. Und der Herr wird uns gebrauchen, damit das Heil, sein Heil, sein Erlösungswerk zu allen Menschen kommt, damit der Friede wächst in der Welt, damit der Hass überwunden wird, damit alle Völker dieses Licht Gottes erkennen, diesen einzigen wahren Gott, diesen dreifaltigen und einen, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der in der Kirche und durch die Kirche wirkt und sein Heilswerk vollendet. Amen.